start again at the base of a mountain and try to climbing. I don't even know like what the hell am I going to be doing. And yeah. It's very scary. Mm. It's very scary. Even for you? Oh, absolutely. Wow. Absolutely. And the thing that helped me actually was hurting my Achilles, because that forced me to sit there and say, okay, the day could be today that your career is over. Now what do you do? You have these ideas about doing something with your life after basketball, but what if today is the day that you, that's it. Now what do you do? So I had all this time sitting there with my Achilles injury and contemplating and thinking, and I said, I better get to work. Wow. And that was that. The mentality book is really about process and craft. I've broken the book up into two sections. And process is really about the process of preparing, mm-hmm. you know, through injury, recovery, studying of the game. And then the craft is the actual performance and the tactics. And so a lot of things that I learned through the game were through photos. You can look at a photo wow. and see like a player making a move, look at the angle of his feet, look how he's using his hands on defense. And I can really break down things to the smallest detail through that. And that's what you'll see in this book. I mean, it's really a basketball Bible. You'll see how I break things down, like how I'm looking at things to the smallest of detail. Yeah. And that's the best way to understand how to have that kind of mentality, is to ask questions, then find answers. And then that lead to more questions, and you find more answers. And that's what the book is. Right, so she drives in the morning, it becomes a cool thing, right? But through that process, she understands the value of hard work and things taking time. And the same thing with my 12-year-old, right? She practices every day, right? And so it's through those behaviors is where I find the motivation to do it. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks, nothing. Nelson Mandela said, there is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living. Now, I'm sure in your experiences in school and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on. Make sure you got something to fall back on, honey. But I never understood that concept, having something to fall back on. Das sieht gut aus, 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 das sieht verdammt geil aus. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum Nugget Call, Mann. Ich habe gerade hier auf meinem Boden gebetet, dass wir 120 Leute sind. Spaß. Ich habe so eine Nachricht im Chat gesehen, noch 18 Leute. Und ich dachte so, Mann, geil, Alter, geil, perfekt. Leute, geil, dass ihr es ausgehalten habt letztes Mal. Es hat mir wirklich das Herz gebrochen, das zu machen. Und der Jamie wahrscheinlich auch auf ihrem Women Call. Deswegen trotzdem geil, dass wir es geschafft haben. Wir sind genau gerade zu 123 Leute, Mann. Echt mega geil, Mann. Das ist das, was ich grundsätzlich damit eigentlich erreichen wollte. Dass ihr einfach seht, wenn wir uns darauf fokussieren, wenn wir da zusammen Gas geben, dann geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Deswegen, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr habt geile Vibes. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe ultra Bock. Allgemein ultra Bock auf das Business. So, ihr wisst ja, ich bin schon eine Weile dabei. Ich mache das schon alles ein bisschen länger. Und immer wieder den Bock zu haben. Ich weiß nicht, aber ich habe gerade so mega Bock aufzubauen. Ich habe so mega Bock Gas zu geben. Ich habe so Bock, TPA noch größer zu machen. Deswegen, heute haben wir auf jeden Fall ein paar geile Themen am Start. Ihr seht hier, seht ihr meinen Bildschirm, also mein Handybildschirm mit dem Rank. Mal ganz, okay, perfekt. Was ich in Zukunft immer machen werde, es wird ein paar Updates geben, die werde ich euch gleich mitteilen, die wir im Leadership besprochen haben. Aber ich werde in Zukunft ab jetzt immer, oder wir werden in Zukunft ab jetzt immer im Nugget Call mit Recognition anfangen. Deswegen kurz, aber sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall Congrats. Ist wahrscheinlich, glaube ich, aus Lettland ziemlich sicher bei dem Namen an Sintitia. Ich versuche es. Zum Excel. Dann natürlich Aida zum Platinum Executive. Dann die liebe Danny zum Global. Habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall mega Congrats. Dann haben wir noch die Jennifer, die auch den Diamond gemacht hat. Richtig, richtig krass. 10.000 Punkte. Congrats zum Diamond Executive.
Und dann haben wir noch die liebe Nathalie, die den P2K, Platinum Executive gemacht hat mit 2000. Ich sag schon P2K wegen der 2000. Auf jeden Fall mega, mega congrats. Wir haben euch heute was Besonderes vorbereitet oder für euch was Besonderes vorbereitet. Dano, du musst mich gar nicht so auslachen. auf jeden Fall haben wir was vorbereitet, ich und die liebe Angie. Also Angie wird gleich anfangen zu speaken. Ich will euch aber noch ganz kurz die Updates mitgeben, bevor wir wirklich losfangen mit den, bevor wir wirklich anfangen mit dem Mehrwert. Und zwar zuerst einmal haben wir die Callstruktur abgeändert. Ihr wisst ja, Callstruktur jede Woche, immer die Calls. Wir haben Montag immer den Nugget Call, wir haben Dienstag immer den TPR Women Call, wir haben Mittwoch um 21 Uhr immer den, den Basic Call. Und ab jetzt wird es keine Calls mehr geben, bis auf den Nugget Call am Montag. Also klar, den TPR Women Call wird es weiterhin geben, aber rein für alle gibt es ab jetzt nur noch einmal die Woche den Nugget Call, den Team Call. Sozusagen, also es wird so eine Mischung aus Nugget und Team-Call. Den werde auch ich nicht mehr die ganze Zeit machen so, sondern wir werden uns da abwechseln, wir werden es mit verschiedenen Leuten machen, dass wir halt einmal die Woche einen geilen Call haben, wo ihr Mehrwert bekommt, weil wir halt einfach gemerkt haben, okay, wir haben einfach zu viele Calls, wir machen zu viel. Also weiterhin die Hustle-Calls geben, die Hustle- und Chill-Calls um 20 Uhr, da könnt ihr weiterhin am Start sein. Aber Fokus wird Montag immer der Nugget-Call sein. Der wird vielleicht auch mal ein bisschen länger gehen in Zukunft, aber das wird einmal die Woche euch einfach auftanken, weil das Ganze einfach hier ist ein Tankstellen-Business, dass wir da gemeinsam Gas geben können. Deswegen das zu dem Thema auf jeden Fall mal. Ihr kriegt die neue Call-Struktur halt überall rein. Und des Weiteren ist es natürlich so, Leute, wir haben halt aktuell so ein bisschen, es ist schon so ein bisschen ruhiger. So. Ich glaube, da können wir einfach ehrlich sein, es ist ein bisschen ruhiger. Sommerzeit hat angefangen, es ist verdammt heiß, die Leute sind einfach froh, wieder rauszugehen wegen Corona. Aber umso wichtiger ist, dass wir euch da teachen, wie man fokussiert durch den Sommer gehen kann. Und das will heute nicht ich machen, sondern ich werde an die liebe Angie abgeben. Angie, ich denke, jeder hat schon mal gesehen, was bei ihr abgeht. Jeder kennt ihren Rank. Und ich bin einfach nur verdammt stolz, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Ihr wisst wahrscheinlich auch, sie ist damals von einer anderen Firma zu uns gekommen. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar, dass sie das Vertrauen in uns alle hat. Deswegen will ich auf jeden Fall mal die liebe Angie abgeben, die trotzdem mega ballert und ihr Team trotzdem mega Gas gibt, obwohl wir Sommerzeit haben. Und danach werde ich euch noch ein bisschen wirklich richtige Assignments geben, also richtige Schritte, wie ihr das Ganze nutzen könnt. Deswegen, Angie, ich gebe auf jeden Fall an dich ab. Ich mache dich gerade mal zum Co-Host. Dann kannst du das alles selber machen. Und haut mal eine riesen Flammenwelle, ein paar Einser für die liebe Angie in Chat. Let's go. Du solltest jetzt Co-Host sein. Ja, danke schön für die liebe Ansprache. Und es ist wieder für mich einfach nur eine Ehre, wieder hier zu sein auf dem Nugget Call, obwohl das ist jetzt, glaube ich, mein erstes Mal. Aber ich bin mega, mega dankbar einfach dafür, so eine Community kennenzulernen. Und Leute, ich kann euch eins sagen, die Sommerzeit ist eigentlich die beste Zeit, die jemals im Business passieren kann. Viele kennen eigentlich die Sommerzeit anders, aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich bin mittlerweile über 3 Jahre im Network-Marketing-Bereich. Und bei mir war es eigentlich immer so, dass Sommer eigentlich die beste Zeit ist. Diejenigen, die mich kennen, die wissen genau, ich liebe den Bodensee und ich gehe so gerne im Bodensee baden. Aber ich verbinde es halt auch extrem mit sehr viel mein Business und Sonstiges. Aber natürlich kurz vielleicht zu alle Erläuterungen, wenn du jetzt vielleicht auch beispielsweise auch erst vielleicht neu dabei bist und denkst dir, okay, was reden die Leute über das Sommerloch oder Sonstiges. Also wie gesagt, hier gibt es überhaupt gar kein Sommerloch. Wenn ihr heute die Nuggets mitnehmt, die ich heute euch mitgeben kann, dann werdet ihr wirklich gar kein Sommerloch einfach wirklich haben. Aber vielleicht kurz dazu, ja, der Sommer kommt immer näher, obwohl bei uns am Bodensee regnet es leider noch. Also bei uns ist noch immer nicht dieser Sommer da, aber viele wollen halt an den Strand chillen, gehen in Urlaub. Und ja, es ist halt natürlich zu warm, überhaupt Call zu machen. Jeder strengt sich auch an, irgendwie auf den Nugget-Call zu gehen und Sonstiges. Und ich verstehe euch total. Aber genau in dieser Zeit, ihr müsst euch vorstellen, wir haben einfach verdammte Sommer. Es kommen, die Leute haben eigentlich Glücksgefühle, weil es einfach wieder warm ist. Und ich kann es euch wirklich versprechen, dass es sogar mehr euer Business auf 100% bringen kann, als überhaupt der Winter. Weil ihr müsst euch vorstellen, im Winter haben die meisten Menschen sehr viel Depressionen und im Sommer sind eigentlich die Menschen extrem glücklich und froh, weil sie diese Sonne haben. Ja. Und da ist es halt wichtig zu wissen,
allgemein, also es geht eigentlich auch hier, auch im Sommer, ist es immer wichtig, dein Warum einfach zu haben. Wir sagen es immer wieder, aber das Warum ist eigentlich ja das Fundament in unserem Business. Und dein Warum ist halt quasi das Ganze, wo dich halt auch in der Sommerzeit, aber auch in der Winterzeit auch einfach auch weiterbringt, ja. Weil wenn du selber kein Warum hast oder nicht weißt, warum du das Ganze hier starten gestartet bist und sonstiges, ist halt immer das Problem, wenn du dein Warum nicht richtig erkennst, hast du halt diesen Fokus nicht. Und ich kann es euch sagen, wenn man nicht erstmal klar wird, was dein Warum ist, wird die Sommerzeit extrem schwierig, weil man dann doch ein bisschen schweift, okay, man ist so ein bisschen ruhiger, man verschiebt das gerne auf morgen, das ist gerade so ein bisschen in der Sommerzeit, ich gehe jetzt mal wieder baden, ich gehe mal dort wieder hin, dort tanzen, ich meine halt, es hat ja auch die Lokale wieder alles offen. Und da ist es halt wichtig, einfach immer zu fokussieren und wirklich euch jeden Tag bewusst zu sein, wirklich, was ist euer Warum? Zum Beispiel habe ich das Ganze am Smartphone, also ich habe zwar ein Vision Board, was ich natürlich jeden Tag sehe, aber wo schaue ich am meisten hin, ist natürlich mein Handy. Und ich habe natürlich mein schönes Vision Board mit, das sieht man jetzt nicht richtig, aber ich habe mein Vision Board einfach als Hintergrundbild. Diese Bilder sind einfach, klar, das ist jetzt nicht mein komplettes Vision Board. Ich habe natürlich eine schriftliche Variante, aber die Bilder sollten mich auf diese schriftliche Variante erinnern. Und ich finde, gerade in so einer Zeit sollte man halt immer jeden Tag fokussiert auf dieses Vision Board quasi schauen, um quasi zu wissen, okay, das möchte ich erreichen. Ich möchte vielleicht nächstes Jahr vielleicht nicht in Deutschland hocken, sondern vielleicht am Meer das Business zu machen. Und deswegen ist es wichtig, wirklich fokussiert zu bleiben. Aber natürlich gibt es natürlich ein paar Tipps, und wo ich halt natürlich verwende, wo meine Teampartner auch extrem oder wo ich halt auch immer weitergebe, die mich natürlich auch letztes Jahr, also wenn man kurz vielleicht, ich bin zwar jetzt bei euch erst seit offiziell Januar mit am Start, letztes Jahr in meinem anderen Business war das so, dass August mein stärkster Monat im kompletten Business war. Es liegt einfach daran, dass ich erstens mein Warum natürlich kenne. Zweitens ist es wichtig, in dieser Zeit auch Routinen einfach zu setzen, ja. Sich einfach zu schauen, okay, wie arbeite ich, wie sieht mein Tagesablauf auch einfach aus, und um das einfach auch so ein bisschen organisiert zu machen, ja. Ich weiß, dass man jetzt nicht um 3 Uhr mittags unbedingt einen Call machen möchte, aber deswegen ist es halt wichtig, hier wirklich so die Calls zu legen, dass man halt natürlich gerade am Morgen früh, wo man wirklich wichtige Aufgaben gleich am Anfang, am Tagesanfang quasi erledigen kann, oder natürlich auch am Abend, wo natürlich viele schon zu Hause sind, wo man natürlich auch sehr viel mit Menschen halt zusammen connecten sein kann, kann ich euch natürlich empfehlen, eure Calls natürlich eben am Morgen früh oder abends. Deswegen bin ich auch mega dankbar, dass unsere Nuggets-Call eben um 21 Uhr ist, weil die Tankstelle um 21 Uhr Laufe des Tages tut natürlich auch extrem, extrem gut. Dann ist es auch wichtig, was hat mich auch in dieser Zeit sehr viel gebracht, ist zum Beispiel ein Businesspartner. Ja. Ich weiß, dass wir sehr viel an See sein wollen, wir wollen an Meer sein, wir wollen vielleicht Urlaub machen. Was gibt es Schöneres, als mit dem Menschen zusammen das ganze Business aufzubauen und noch zusätzlich den Sommer zu genießen? Und da ist es halt wichtig, wir sind so eine große Community in komplett Deutschland, Österreich, Schweiz und mittlerweile global sogar aufgestellt, ja. Was gibt es Schöneres, als mit Menschen zusammenzuarbeiten, die denselben Fokus haben wie du selber, und sich einfach da quasi einen Businesspartner eben rauszusuchen, also was heißt rauszusuchen, also schon mit denen, wo man wirklich sich mit denen auch identifizieren kann und einfach das Ganze gemeinsam macht, ja, also jetzt gerade auch im Thema, da mein Team sehr auf Pull-Marketing steht, also sehr aktiv mit Stories, TikToks und Sonstiges arbeitet, kann ich euch wirklich empfehlen, das nimmt euch natürlich auch sehr viel Arbeit im Voraus aus, ja, nutzt wirklich, schaut mal, ihr müsst euch überlegen, was wollen die Menschen da draußen? Menschen wollen mehr Zeit haben, mehr Geld haben, die wollen einfach mehr vom Leben haben. Sie möchten vielleicht nicht um 20 Uhr im Einzelhandel arbeiten, sondern die wollen natürlich auch am See feiern und Sonstiges und dies und das und jenes. Und
unser Business ist quasi die Lösung für jedes Einzelne, weil ihr könnt euer Business überall ausmachen. Ihr habt weder Produkte, die ihr quasi in die Kamera halten müsst, sondern ihr habt digitale Produkte, die könnt ihr überall nutzen. Und es ist egal, wo ihr auf der Welt seid, ob ihr am Meer seid, ob ihr am Pool seid, ob ihr am See seid oder sonstiges. Und warum habe ich jetzt mein nächstes Level geschafft damals, also letztes Jahr halt im August, liegt einfach daran, ich bin ein sehr, also ich liebe Stand-Up-Paddling und ich liebe es, am See zu sein. Also ich bin wirklich, ich habe eine Jahreskarte, ich bin wirklich, sobald die Sonne draußen ist, bin ich am See. Also ihr wird dann nur noch Calls sehen, da bin ich am See. Also ich und der See sind wirklich eins. Ja, aber was mache ich denn? Ja, also ich habe mir so ein Bad ausgesucht, wo es erst ein WLAN gibt. Ja, also das ist natürlich die erste Priorität gewesen. Ja, wenn der See kein WLAN hat, dann gehe ich nicht. Und oder beziehungsweise ich zahle da halt extra für so ein Bad, dass ich halt eben WLAN auch habe. Und zweitens, hallo, wie cool ist denn das, ja? Wenn ich quasi dann kurz einen Call machen kann vom Stand-Up-Paddling-Board. Ey, die Leute, die feiern das. Richtig, Hammer. Und ich habe meine Zeit genossen. Ich habe mein Vitamin D getankt. Mir geht's gut, den Leuten geht's gut. Und das ist komplett was, komplett anderes. Ihr kommt nach Hause, ihr seid zwar kaputt, weil ihr am See wart, weil ihr an der Sonne wart oder sonstiges, aber ihr habt was geschafft, ja? Deswegen verbindet wirklich die Sommerzeit mit eurem Business zusammen. Was macht ihr denn gerne, ja? Klar ist natürlich immer wichtig, wenn es euch einfach schwerfällt, wirklich euch so einen Businesspartner rauszusuchen, ja? Wenn ihr jetzt kein See in der Nähe habt oder sonstiges, dann geht vielleicht am Rhein oder sonstiges. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man zu zweit TikTok-Videos drehen kann, wo man vielleicht sich auch mit anderen Menschen wieder connecten kann. Ja? Ich liebe es zum Beispiel, mein Business einfach auswärts zu machen. Warum? Weil Menschen mich automatisch fragen, was mache ich da eigentlich? Ja, da ganze Zeit in der Kamera reinzusprechen oder sonstiges. Ihr könnt die Zeit super, super nutzen, um neue Kontakte. Man kommt auch irgendwie raus aus der Komfortzone, weil die Menschen sprechen euch plötzlich an, was man macht. Klar ist es vielleicht für den einen oder den anderen am Anfang erstmal so ein bisschen ungemütlich, aber da wächst man halt eben auch raus und wenn du was Großes haben möchtest, dann musst du natürlich auch wachsen und da ist es halt natürlich wichtig. Also ich finde, gerade in der Sommerzeit hat man auch sehr viele Inspirationen für neue Content auf Social Media, auf Instagram, für sein Business auch, aber natürlich auch, um neue Leute kennenzulernen, weil das ist halt der Punkt, warum wir das Ganze halt eben quasi auch machen. Und wenn ihr selber glücklich seid, ja, quasi, ja genau, Aida war letztens im Freibad, genau, da haben wir auch einen Call gemacht. Hat auch funktioniert, ja, und es war mega cool, weil sie konnte trotzdem bei ihrer Familie sein im Freibad, ja, und hat einen Call gemacht, ja. Und im Endeffekt hat sie bestimmt noch einen Kontakt gemacht, weil jemand sie gefragt hat, ja, was macht sie denn da, ja. Und das ist halt eben das Coole daran. Was ich euch auch empfehlen kann, Leute, nutzt wirklich in diesem Business die Tools, die wir alle haben. Also gerade in der Sommerzeit, ich weiß, dass es schwierig ist, eine Geschäftspräsentation auf dem See zu machen. Ja, ich meine halt, ich spreche da aus Erfahrung. Es ist halt schwierig, klar. Aber nutzt doch die Tools. Nutzt doch die Tools, die wir quasi anbieten. Ja, wir haben sehr viel Videomaterial. Wir haben sehr viel. Nutzt auch Dreiercalls, wenn ihr wisst, okay, die Upline ist gerade zu Hause. Ja, dann könnt ihr den natürlich dazu holen. Ja, und der macht halt die Geschäftspräsentation. Da kann man natürlich auch mit den Menschen natürlich reden. Aber man kann es natürlich auch bildlich quasi aufsagen, wenn man natürlich die Geschäftspräsentation mittlerweile auswendig kennt oder so. Und das ist halt eben das Coole daran, weil wir haben die Möglichkeit, wirklich das von überall aus zu machen. Wir müssen nicht auf die Sonne verzichten. Und ich sage euch auch eins, ja, wenn ihr jetzt in der Sommerzeit nur zu Hause hockt, ja, und draußen die Sonne sieht. Ich weiß, dass man natürlich dieses Commitment hat, okay, man sitzt zu Hause, man macht was für sein Business. Aber ich weiß, wie es ist, dass man halt wieder in so ein Hamsterrad ist, weil man halt quasi draußen, alle Menschen sind glücklich in der Sonne. Hey, euch hält keiner davon ab. Ihr habt euer Handy, ihr könnt mit eurem Handy rausgehen, ihr könnt Calls in der Natur machen, ja. Und es ist auch eine sehr mega, mega, mega Inspiration und nutzt eben Tools. Was ich euch auch empfehlen kann, ist wirklich den Nugget Call am Montag eben zu nutzen als Tankstelle, gerade in der Sommerzeit. Ich weiß, dass man manchmal so Punkte hat, gerade wenn man jetzt
beispielsweise am Montag am See hat und oder am See war, dann hat man natürlich die ganze Energie raus. Oder wenn man das Wochenende komplett, dann finde ich das super, diese Tankstelle zu benutzen und am Montag auf diesen Nugget Call zu gehen und sich das einfach wirklich für die Sommerzeit einfach zu fixen. Weil egal wie viel mit wie vielen Menschen du redest in der Zeit, es kann dir so viel helfen, auf diese Tankstelle deine Energie aufzutanken, weil dann bist du komplett anders, als ja, wenn du das nicht hättest. Ja. Dann ist es natürlich wichtig, es ist dein Business, betrachte das auch wirklich als Geschäft und nicht als Hobby, weil gerade in der Sommerzeit sagt man dann immer, okay, ich mache das erst in der Stunde oder so. Also ich nutze Timetree, ich weiß nicht, ob die eine oder andere müssten das auch kennen. Wie gesagt, ich habe das erst hier in diesem Business kennengelernt, Timetree. Und nutzt das wirklich und plant eure Zeiten an. Ja, also ich mache das meistens dann immer so, dass ich am Abend meine ganzen oder Mittagszeit, wenn ich meine Mittagspause dann eben habe, dann connecte ich mich mit den ganzen Leuten, die dann eben von Instagram auf mich zugekommen sind, wo von TikTok rübergekommen sind. Deswegen nutzt wirklich die Zeit, erstens Content zu produzieren, dass ihr die Arbeit eigentlich schon sehr viel abgenommen, also beziehungsweise wenn ihr Content produziert für TikTok, Social Media oder sonstiges, kann ich euch versprechen, es nimmt euch so viel Arbeit ab, ja, wenn Leute auf euch zukommen, als wenn ihr aktiv Menschen anschreibt. Ja, also ich persönlich habe hier jetzt eben noch gar keinen Menschen angeschrieben, liegt aber einfach daran, ich weiß, dass der eine und der andere sich noch gar nicht so traut mit Stories, TikToks oder sonstiges. Geht auf die Menschen zu, die schon ein bisschen weiter dort auf Social Media aktiv sind. Ich kann es euch einfach versprechen, wenn ihr wirklich anfängt, über TikTok und Social Media wirklich präsent zu sein und wirklich aktiv zu sein, nimmt es euch sehr viel Arbeit, gerade auch in der Sommerzeit. Und ihr habt wirklich täglich Kontakte. Also ich habe wirklich seit Sonntag, weil ich jetzt wieder mit TikTok wieder aktiv, habe ich jetzt wieder jeden Tag einfach wirklich 10 Closings. Also wie gesagt, ich habe da jetzt mit Tools arbeite ich, weil es jetzt auch eben wärmer wird und ich jetzt auch im Urlaub war oder sonstiges. Und da ist es halt wichtig, wirklich aktiv einfach zu sein. Aber immer mit einer Planung auch hingehen, niemals so in den Tag gehen, ja, dann passiert es mal. Also wirklich zu sagen, okay, ich mache am Montag wirklich Content für Social Media, dass ich wirklich aktiv dann quasi Interessenten habe, die dann und nimmt die Leute auch gerne mit, hey, heute mache ich mein Business am See. Ja. Die Leute lieben das, weil die Leute wollen mehr Zeit, mehr Freiheit und das bietet unser Business. Und deswegen könnt ihr die Sommerzeit eigentlich so super nutzen, weil im Winter kann ich schlecht rausgehen und sagen, hey, wollt ihr alle im Schnee baden? Nee, geht nicht. Also die Leute, also deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, nutzt die Zeit und wir leben in Deutschland, Österreich, Schweiz, wer weiß, also Evelyn kommt ja aus Mallorca, sie ist ja schon im Urlaub. Das ist halt so, ihr könnt das Ganze wirklich außenrum nutzen. Schaut mal nicht nur in den vier Wänden, die ihr habt, sondern schaut auch mal außerhalb, was ihr außerhalb natürlich auch habt. Und ich kann euch sagen, weil so wie ich das mitbekommen habe mittlerweile, dass die Märkte auch ein bisschen niedriger gehen, weil weniger Geld natürlich fließt, Menschen geben weniger Geld natürlich aus und sonstiges. Und da gibt es natürlich auch so ein kleines Löchchen, ja, quasi. Aber ihr könnt es trotzdem von überall aus machen, ja, und das ist halt das Geilste und so könnt ihr euch ein Fundament aufbauen für den Winter, wo da natürlich die Märkte wieder richtig krass reagieren und ja, das war es eigentlich so, wenn ihr natürlich noch nähere Fragen habt, ich kann es euch nur empfehlen, euch wirklich einen Plan zu machen, Montag den Nugget Call euch einzuplanen, weil wie gesagt, diese Tankstelle wird ihr euch nicht bereuen und ich bedanke mich nochmal an das ganze Wolfpack-Team quasi, dass ich auch hier dabei sein kann und auch speaken kann und danke an Miguel immer für die Unterstützung und danke für das ganze TPR-Team. Ich gebe an dir zurück. Let's go, vielen, vielen Dank an die Leute, haut mal ein paar Einser, ein paar Flammen, alles wirklich in den Chat, einfach um das Ganze zu respektieren und das Ganze zu feiern, dass Angie sich extra die Zeit nimmt, um einfach euch zu sagen, wie es am besten funktioniert. Und von der Philosophie her hat sie auf jeden Fall recht. Und ich finde es auch voll süß, wie sie das erklärt hat. So, also ich,
Ihr kennt mich, ich würde das ganz anders erklären. Ich würde halt sagen, hey, reißt euch halt zusammen, Alter, scheißegal, nach links, nach rechts gucken, sondern einfach Gas geben. So. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass sie den Part übernommen hat. Dann muss ich nicht den bösen Part übernehmen, sondern ich übernehme lieber den Part, wo ich euch ein Assignment geben möchte. Ein Assignment geben möchte, also euch halt einfach wirklich eine Anweisung geben möchte, einen Tipp geben möchte, was ihr ganz genau machen könnt, um jetzt Momentum zu kreieren, was ihr jetzt ganz genau machen könnt, um zu wachsen. Okay? Zuerst einmal ist es so, wenn wir über das Thema Sommerloch sprechen, ist es wichtig, wenn das dein Belief ist, wenn das dein Glaube ist, dann ist es auch ein Sommerloch. Okay, das, was du glaubst, wird sich immer manifestiert, ganz einfach. Okay, klar ist es aber auch zu sagen, hey, man muss auch ein bisschen die Realität sehen und wenn halt Sommer ist, wenn halt schönes Wetter ist, gerade mit Corona, ich meine, wir waren alle eingesperrt und zum ersten Mal sind die Tore ein bisschen offen und wir dürfen ein bisschen rausgehen und es wieder genießen, ist ja vollkommen okay, ist ja auch vollkommen normal, also jeder soll seinen Spaß haben, ich meine, man muss ja auch glücklich sein, um das Business aufzubauen, also man muss ja Energy haben, um das Business aufzubauen, wenn es die Energy gibt, mit deiner Familie essen zu gehen oder mit deiner Freundin oder mit deinem Freund oder draußen zu hustlen, dann macht es auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, aber wichtig ist halt auch einfach, dass man jetzt als Leader nach vorne geht und den Leuten halt einfach die richtige Attitude schult und denen einfach zeigt, dass auch in so einer Phase man trotzdem fokussiert arbeiten kann, weil grundsätzlich ist es ja immer so im Business oder in unserem Business vor allem, es geht ja nicht darum, wie viele Stunden du ins Business reinsteckst, sondern es geht ja darum, wie viel steckst du in die Stunde. Und als ich das damals verstanden habe, es geht nicht darum, wie viele Stunden du am Tag von PC-Sitzung Calls machst, sondern es geht darum, wie viele Calls machst du in einer Stunde. Weil wenn du fünf, sechs Stunden am Tag von einem PC sitzt, aber nur einen Call oder zwei machst, dann versuch es halt in auf ein, zwei Stunden zu machen und den Rest des Tages machst du halt was anderes. Okay? Also heißt immer die Produktivität, immer die Qualität und nicht die Quantität. Das andere ist, ihr müsst halt einfach vorangehen. Ihr müsst halt verstehen, als Leader, jeder, der sich selber Leader schimpfen darf, hier oder einen Rang hat oder halt einfach Leute hat, die ihm folgen, dann bist du ein Leader, geht gar nicht so um den Rang, aber wenn die anderen Menschen folgen, wenn du ein Vorbild für andere Menschen bist, dann musst du halt einfach Vollgas geben, weil umso frischer du in dem Business bist, umso einfacher ist es, den Fokus zu verlieren und jetzt halt einfach wieder das zu machen, was alle machen, weil jeder von euch weiß, dieses Business hier ist eine Angewohnheit, das ist ein Habit, also du machst es und machst es und irgendwann mal kannst du gar nicht mehr ohne, weil wir uns an alles als Mensch gewöhnen können, aber Leute, die ja erst gestartet sind, die sind ja in diesem Drive noch gar nicht drin, die haben ja diesen Habit, die haben das ja gar nicht, dieses Ritual sozusagen, die haben ja dieses Gefühl dafür gar nicht, weil die es ja noch gar nicht gewohnt sind, die bauen das ja erst auf. Okay, die bauen ja diese Angewohnheit erst auf und dann ist ja klar, dass ein schönes Wetter ist, wenn die Leute sagen, ey, lass uns Strandbad gehen, lass uns ein Bierchen trinken gehen, lass uns Radfahren gehen, lass uns keine Ahnung was machen, dass die Leute direkt am Start sind und raus sind, okay? Also die Attitude ist ja verdammt wichtig und wenn ihr jetzt ganz kurz euch 100% fokussieren könntet, weil ich bin mir zu 100% sicher, das wird für euch funktionieren, ich selber konsumiere in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel Nuggets aus dem Six-Figure-Mastermind von Eric Worre. Also heißt, das ist, ja, ich sag mal, ein Mastermind, so wie wir einen Nugget Call haben, so machen die einen Nugget Call ab Six Figure, also heißt ab einem Einkommen von halt sechs Stellen im Jahr, sag ich mal, kannst du da teilhaben, kostet auch Geld, so ich habe das durch einen Kollegen bekommen und schaue mir da mal die Recordings an, wofür ich sehr dankbar bin und da reden halt Menschen grundsätzlich, die halt 750.000 durchschnittlich im Jahr verdienen im Network Marketing und tauschen sich aus, was machen die, wie machen die es im Sommer. Okay, ich habe mir da heute ein Video reingezogen, als ich im Gym war, weil immer, wenn ich im Gym bin, höre ich mir was von diesem Six-Figure-Mastermind an und die haben gesagt, und ich habe das selber ein bisschen gemacht, weil ich das schon davor schon ein paar Mal angehört habe, und die haben gesagt, hey, die meisten von euch starten im Business. Und die meisten, die bei euch starten, wir sagen ja auch immer, ey, der startet bei mir, okay? Und das ist eigentlich komplett falsch, weil auf was wir uns fokussieren sollten, ist jemanden zu launchen. Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen Launch und Start ist? Einfach kurz in den Chat schreiben. Was ist der Unterschied zwischen Launch und Start? Wenn eine neue Person startet oder launcht, was ist der Unterschied? Der eine denkt, hey, der andere macht's. Okay, Amateure starten, Leute, Profis launchen, Leute. Launchen ist pushen. Launchen ist größer. Okay, launchen ist viel, 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 viel größer. So, jetzt guck mal, die Sache ist die, wir haben zwei Möglichkeiten. Und gerade jetzt in so einer Zeit, wo du Anweisungen geben musst und ihr als Leader müsst Anweisungen geben eurem Team. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich weiß, viele denken immer, hey, Network Marketing ist so Chili-Milli, Vanilli. Jeder ist dein eigener Chef, jeder kann machen, was er will, falsch. Wenn du als Upline, als Leader deinen Leuten keine Anweisungen gibst, dann wirst du halt ein Team haben von planlosen Leuten, die halt alle Chili Vanille machen oder keiner irgendwas verdient, okay? Also heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, im Network Marketing durchzustarten sozusagen, indem wir einmal jemanden starten oder indem wir jemanden launchen. So, das Ding ist jetzt, wenn wir jemanden starten, dann macht er Nummer 1 Einarbeitung.
Okay. Einarbeitung Nummer 2, er tradet ein bisschen oder benutzt Produkte. Ich muss mir jetzt endlich mal ein scheiß iPad holen, dass ich da auch so rumzeichnen kann, Alter. Nummer drei wäre zum Beispiel, keine Ahnung, er macht den ersten Call. Einfach das Beispiel. Okay, dann sagt er, nee, ich starte nicht, dann macht er den nächsten Call, der sagt, ja, ich starte, dann macht der wieder die Einarbeitung. Das ist jemanden starten. So jemanden launchen ist halt was komplett anderes. Wie würdet ihr jemanden launchen? Promo, ankündigen und pushen, mit ihm arbeiten. Naja, Schritt Nummer 1 ist ja trotzdem die Einarbeitung, richtig? Also die muss ja immer gemacht werden. So. Also die Einarbeitung. Das ist Schritt Nummer 1. Einarbeitung, 200er Liste, Home Event. Okay. Schritt Nummer 2 ist, nachdem die Person die Einarbeitung gemacht hat, ist ein Launch. Und der Launch im Grunde genommen kann auf 2 Arten stattfinden. Okay? 2 Arten. Art Nummer 1 ist ein Event. Home Event. Nummer 2 wäre ein Zoom-Launch, also über Zoom, ein Webinar oder ein Zoom-Raum. Das sind die 2 Möglichkeiten, wie du jemanden launchen kannst. Ich mache euch mal ein Beispiel. Einfach mal ein Beispiel, ein Real-Life-Beispiel. Okay? Ein paar von euch kennen vielleicht den Mikael. So, Mikael ist bei mir damals gestartet, hat ein bisschen getradet, hat dann gemerkt, hey, Network ist geil, hat es weiterempfohlen, hat krasse Resultate mit Endotech gemacht. Und ich war vor 2 Wochen bei ihm. Also ich war 2 Wochen bei ihm in der Nähe von Freiburg, Freiburg-Offenburg. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, Bro, ich komme in 2 Wochen wieder zu dir und wir machen ein Event und du lädst alles ein, was du kannst. Und er hat gesagt, okay, weiß nicht, so, keine Ahnung, habe ich ihn so ein bisschen gepusht und hat gesagt, okay, machen wir. So, jetzt war ich am Wochenende bei ihm, vielleicht hat es der eine oder andere bei mir in der Story gesehen und wir haben ein Event gemacht, er mit Kevin, mit ungefähr 20 Leuten. So, erste Launch-Event, okay? So, jetzt könnt ihr mir die Frage beantworten, was geht schneller? Hätte ich Mikael gelauncht oder hätte ich mit Mikael aufgebaut? Was denkt ihr, wie lange hätte es gedauert, bis ich mit Mikael zusammen, mit Kevin zusammen 20 Leuten das Geschäft gezeigt hätte? Nicht an einem Tag, es wäre über Wochen und Monate gegangen. Aber wenn du halt als Upline einfach mal sagst, ey, das funktioniert, wenn du das haben willst und du dorthin möchtest, wo ich hin möchte, weil genauso habe ich aufgebaut. Ich habe 3 Monate lang bis zu meinem ersten Rang jeden Tag ein Event in der Shisha-Bar gemacht. Jeden Abend, jeden Tag, jeden Tag. Ich lüge nicht, jeden Tag. 3 Monate lang, jeden Tag. Wir haben angefangen mit einer Person. Das Höchste, was wir jemals hatten, waren 130 Personen in der Shisha-Bar, sodass die Leute draußen standen. Warum Shisha-Bar? Weil ich kein Geld hatte für eine Event-Location. Hat eigentlich immer gepasst. Perfekt. Und man kann die Leute einfach einladen, klar. Ist vielleicht nicht für jeden die perfekte Location, für mich auf jeden Fall schon gewesen und immer noch, aber ihr wisst, was ich meine. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Aber es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht ein Lounge-Event, also wirklich persönlich, indem ihr euch in eine Bar hockt, einen Raum mietet, irgendeinen Saal nehmt oder von einem Kollegen, seines Kollegen, das Restaurant oder irgendwie eine Location oder halt Home-Event bei jemand zu Hause oder im Garten. Okay, aber achtet halt immer ein bisschen auf das Wetter, weil das Wetter in Deutschland ist halt auch irgendwie einmal so, darauf würde ich mich nicht so verlassen. Schaut, dass ihr es vielleicht direkt drin macht. Wir haben es zum Beispiel bei Kevin im Gym gemacht. Also wir haben es bei ihm im Gym hinten drin gemacht, im Raum, und haben dort im Gym das Event gemacht. Okay? Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, ihr macht einen Lounge-Zoom-Call. Wie macht ihr das jetzt zum Beispiel? Okay? Wie macht ihr das? Ganz einfach. Ihr geht jetzt als Upline heute Abend in euer Team, schaut, wer eingearbeitet wurde, wer gerade gestartet ist und sagt dem, hey, was hältst du davon, wenn wir nächste Woche oder diese Woche, wir haben erst Montag, ganz vercheckt, ich bin schon wieder irgendwie beim Wochenende. Diese Woche am Donnerstag, am Freitag, am Mittwoch um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, am besten immer ein bisschen später abends, weil die Leute dann zu Hause sind, es wird dunkel und so weiter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Wetter aktuell bei uns zumindest immer so ist, du stehst auf, es ist schön und dann regnet es. Und das irgendwie jeden Tag, also heißt abends immer perfekt. Also heißt, ich habe zum Beispiel heute auch ein paar Leute von mir angeschrieben, beziehungsweise eine Voice-Message gedroppt und habe gesagt, hey Bro, lass mal Donnerstag um 18 Uhr einen Zoom-Call machen, ich komme da drauf und du lädst alle Leute ein, die du kennst, mit denen du ein Follow-up gemacht hast, alle, die Interesse da haben können und ich und du erklären denen das Business. Du machst das Intro, ich erkläre das Business. Und wenn die Person Nein sagt, dann sagst du, okay, ich dachte, du wirst erfolgreich werden. Wenn nicht, kein Stress, dann kümmere ich mich um jemand anderes. Ihr müsst da knallhart sein, ihr müsst knallhart den Leuten die Aufgabe geben. Ihr müsst auch nicht mal sagen, hey, was hältst du von der Idee, sondern ihr sagt, hey, wir machen in 3 Tagen ein Event, ein Launch-Event auf diesem Zoom-Link. Du lädst alle Leute ein, die du kennst. Ziel, mindestens 5 Leute, mindestens 10 Leute.
Und ihr macht es dann mit der Person alleine. Warum alleine und nicht zusammen? Weil wenn du alleine mit der Person den Call machst, ist erstens gezielter und zweitens siehst du, wie viele Leute die Person auf den Zoom-Call geholt hat. Du siehst ja dann nachher, wenn du den Zoom-Call machst, hey, sind da 2 Leute drauf, sind da 5 Leute drauf, sind da 10 Leute drauf. Wenn gar keiner kommt, was muss vielleicht besser gemacht werden? Welcher Skill muss verbessert werden? Okay, ganz einfach. Also heißt, ich will von euch und ich gebe euch die Aufgabe, jeden Einzelnen von euch, der Leute in seinem Team hat oder seinen ersten Starter und vielleicht selber noch nicht präsentieren kann, gar kein Problem. Dann geh zu deiner Upline, schließ dich vielleicht mit 2, 3 anderen Gruppen zusammen, okay, und macht es zusammen. Geht zu euren Leuten und sagt, hey, wir machen diesen Mittwoch um 21 Uhr, um 22 Uhr eine Präsentation. Lad alles ein, was du kannst. Lad alles ein, was du kennst, was das Business jemals gesehen hat und ein Follow-up braucht, was nochmal einen Impuls braucht. Und dann holt euch die Upline dazu, die ihr braucht, die das Ganze kann und präsentiert den Leuten das Business. Und so launcht ihr durchgehend durch den Sommer. Jetzt müsst ihr mal überlegen. Am Anfang wird das Ganze ein bisschen schwierig. Warum? Weil die Leute nicht dran gewöhnt sind. Weil die Leute sagen, hey, ich will jetzt erstmal chillen, ich will meine Einarbeitung machen. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt 10 Leute, die sind auf diesem Launch-Call von eurer Partnerin, von eurem Partner. 10 Leute. Wie viel starten, wenn wir 10 Leuten das Business präsentieren? 1 bis 2, okay? Sagen wir eine Person, sagen wir 2 Personen starten. Diese 2 Personen, die jetzt gestartet sind, mit denen macht ihr genau das Gleiche. Wenn die 2 gestartet sind, sagt ihr, hey, du machst jetzt die Einarbeitung, wir richten bei die Endotech ein, wir machen das, keine Ahnung, fängst hier mal an, die Produkte zu benutzen und nächste Woche, diese Woche, Mittwoch, Donnerstag, 21 Uhr, lädst du alle Leute ein, die du kennst. Für die 2. Generation sozusagen wird es viel einfacher, weil die halt genau so ins Business gekommen sind. Und jetzt überlegt euch mal, es geht weiter. Und es geht weiter und weiter und weiter. Und so könnt ihr halt asozial, sorry für die Ausdrucksweise, aber asozial duplizieren. Weil ihr in einem kurzen Timeframe viel, viel schneller den Leuten das Business an die Hand gebt, die expose, denen die Informationen gibt, als jetzt irgendwie, ach, hier mal ein Call, hier mal ein Call, hier mal ein Call. Macht einfach, schaut, dass du als Upline jeden Tag einfach so eine Launch-Präse hast, wo du launchst und nicht startet, wo Leute nicht starten und ein bisschen traden, ein bisschen Einarbeitung machen, sich ein bisschen antasten, mal die ersten Leute irgendwie auf einen Call bringen. Nein, sag der Person, so bin ich gestartet. Wenn du das Maximum aus dem Business rausholen willst, dann hol mir alles, was du hast, lade es dort ein und lass mich den Leuten das Business erklären. Und das macht ihr durchgehend und durchgehend. Das zieht es mal den kompletten Sommer durch. Weil das zeigt halt danach einfach, wer jetzt rankt in den nächsten 2, 3 Monaten, also jetzt im Juli, im August, im September, wer in diesen 3 Monaten rankt, der zeigt mir, dass er das durchgezogen hat, weil das funktioniert 100%. Und ich will nochmal darauf zu sprechen kommen, dass viele Leute damit ein Problem haben und sagen, ah, ich kann doch jetzt da nicht einfach hingehen und sagen, wie soll ich das machen? Doch, genau so ist es. Du musst, und das gilt auch für die ganzen Frauen hier drin und vor allem auch für die Männer, ihr müsst halt einfach die Eier in der Hose haben, das zu machen. Weil ihr seid die Leaderin und der Leader. Ihr müsst den Leuten sagen, wie es geht. Ihr müsst die Assignments geben. Ihr müsst hingehen und sagen, Angie, du bist gerade gestartet. Lass uns diesen Mittwoch um 19 Uhr alles einladen, was du kennst. Ich zeige den Leuten das Business. Im besten Fall starten direkt 4 Leute und deine Produkte sind kostenlos. Stell dir mal vor, wie krass es wäre, wenn du in ein paar Tagen schon kostenlose Produkte hast. Ihr müsst die Energy reinbringen. Ihr müsst die Assignments geben. Ihr müsst den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Und das funktioniert. Aber das Problem ist, dass die meisten von euch alle so Larifari machen, so ein bisschen, oh, der startet, der tradet jetzt ein bisschen, keine Ahnung, der hat ja keine Energy, das macht ja keinen Bock. So kann man, wenn ich irgendwo starte in einem neuen Business und die Leute sagen zu mir, hey Miguel, lad mal alle ein, die du kennst, dann mache ich das, weil ich ja in einem Business gestartet bin, weil ich erfolgreich werden wollte. Okay, und selbst wenn die Person sagt, ey, ich will kein Network machen, ich will einfach nur traden, dann sagt er, ey, 4 Leute kostenlos. Und wenn die Person dann sagt, ah, ich will erstmal Resultate sehen, ich will erstmal sehen, ob das Ganze funktioniert, dann haltet die Person auf Warteliste. Dann nehmt die Person, schiebt sie auf 2 Wochen und schreibt dir 2 Wochen nochmal das Gleiche oder fragt die Person, hey, was kann ich dir bieten? Was kann ich dir für Informationen geben? Kann ich dir irgendwie von meiner Upline das Endotech-Account zeigen? Kann ich dir von meiner Upline die Paychecks zeigen, dass du mehr Belief hast, dass das Ganze funktioniert und wir anfangen können, auch die Leute anfangen können, das Ganze zu launchen? Oder nimmt Leute, mit denen ihr schon lange zusammenarbeitet. Ich habe zum Beispiel heute Tano angerufen und habe gesagt, hey Bro, Freitag oder keine Ahnung, wann wir das machen. Ich habe es schon wieder vergessen, weil wir so viele Dinge haben, so viele Calls jetzt haben, wo ich gesagt habe, Bro, lad mal dein komplettes Team ein und sag denen allen, dass wir eine riesen Präsentation machen. Sonntag 20 Uhr. Perfekt. Lieber, weißt du davon Bescheid, dass wir das machen? Safe? Okay, perfekt. Dann weiß ich, dass es funktioniert hat. Okay, Domi, wo ist Domi? Domi, weißt du Bescheid? Okay, perfekt. Dann weiß ich, dass es funktioniert hat. Also heißt, dann schaut auch durch, ob das Ganze promoten will. Jetzt hast du einen Domi, einen Liva, einen Tano, die ganzen Leute, die bei Tano im Team sind, die laden jetzt alle ein. Ich springe da auf den Call. Wenn dann nachher 5 Leute drauf sind, was zeigt mir das? Wenn du jetzt als Upline auf den Call kommst und du siehst dann nachher 5 Leute bei so einer Riesengruppe, die einlädt, was zeigt dir das?
nichts gemacht, was noch? Was könnte noch sein? Leute haben keinen Bock, das ist keine Ausrede. Leute haben nie Bock, unproduktiv. Okay, was noch? Schlecht promoted, genau, nicht durchgezogen. Also ich weiß, es können zwei Dinge sein. Entweder du warst zu faul oder du hast nicht promoted. Also du warst zu faul oder du weißt nicht, wie man richtig einlädt. Also heißt, dann sage ich zu Liva, zu Tano, zu Domi und den ganzen, sage ich, hey, ich bringe euch jetzt mal richtig einladen bei. Im besten Fall mache ich das natürlich davor, richtig? Im besten Fall erkläre ich, wenn es ein neues Team ist, davor, wie man einlädt. Bei Tano mache ich mir keine Sorgen, weil er kann es den Leuten selber beibringen. Aber wenn ihr neue Leute habt, also heißt, Schritt Nummer eins, ihr geht heute Abend an eure komplett neuen Leute und an die Leute, die schon länger dabei sind. Ihr sagt denen, hey, wir machen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, okay? Zwei Tage solltet ihr Zeit zum Promoten haben, okay? Also macht es nicht heute Abend, sondern mindestens zwei Tage. Wichtig ist aber auch, sagt nicht nächste Woche. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was vom Parkinsonischen Gesetz gehört habt. Das Parkinsonische Gesetz besagt, dass die Arbeit sich in der zur verfügenden Zeit ausdehnt. Habt ihr das verstanden? Die Arbeit dehnt sich in der zur verfügenden Zeit aus. Das kennt ihr wahrscheinlich noch aus der Schule oder so. Wenn ihr zwei Wochen habt für eine Hausarbeit, wann macht ihr sie? Wenn ihr zwei Wochen habt, die Hausaufgaben zu machen, wann macht ihr sie? Ich habe es in der Schule gemacht, also im Zug davor oder noch in der Schule abgeschrieben, bevor, als die Lehrerin durchgelaufen ist. Also heißt, wenn ich euch jetzt zwei Wochen gebe einzuladen, dann ladet ihr ein, einen Abend davor. Deswegen gebe ich euch maximal zwei Tage Zeit. Im dritten Tag machen wir das. Also heißt, heute wäre zum Beispiel Dienstag, Mittwoch und Donnerstag macht ihr es oder schon Mittwoch oder Freitag. Also heißt, für jeden von euch müsste ab jetzt eingeladen werden, die Leute gecheckt werden, zu denen das Assignment zu geben, denen zu sagen, das und das machen wir. Und ihr solltet alle am Mittwoch, Donnerstag und Freitag durchgehend Präsentationen haben, wo ihr als Upline oder eure Uplines draufspringen, okay, und das Geschäft erklären. Und dann seht ihr mal, was passiert. Und dann nehmt ihr alle, die gestartet sind, und macht wieder genau das Gleiche. Und dann nehmt ihr alle, die gestartet sind, und macht wieder genau das Gleiche. Und dann nehmen wir alle, die gestartet sind, und machen mal in zwei Wochen wieder so eine riesen dicke Präsentation, wie wir sie letztes Mal gemacht haben, mit über 400 Leuten auf Zoom und 1000 Leute auf Views, danach auf Facebook und so weiter. Könnt ihr euch an die Präsentation noch erinnern, wo wir uns alle darauf fokussiert haben, einfach einzuladen? Jetzt stellt euch mal vor, wir haben hier 100 neue Leute, die starten, und diese 100 Leute laden wieder 10 Leute ein. Dann haben wir 1000 Leute auf dem Call. So funktioniert richtige Duplikation, aber da muss halt jeder von euch am Strang ziehen, weil ich will, dass die Nugget-Call-Gruppe, also diese Gruppe, die auf dem Call ist, jeden Montag am Nugget-Call ist, das sind die Leute, die das Business 100% ernst nehmen. Wenn wir das schaffen und durchziehen, dann wird der aus Juli, der August, der September und die legendärsten Monate, die wir haben. Und dann schauen alle anderen auf uns und sagen, wie geht es? Wie kann das sein? Es ist Sommerloch, das kann nicht sein. Wie kann es funktionieren? Warum läuft es so? Ganz einfach, ich gebe euch die Anweisung, zieht es durch. Macht nichts anderes. Ladet die Leute ein, schaut, dass ihr die Call später am Abend macht, dass die Leute Zeit haben, nicht abgelenkt sind, dass sie zu Hause sind und dann let's go. Wie man richtig einlädt, bekommt man vom Sponsor gesagt, genau, du kriegst entweder vom Sponsor gesagt oder du hast ein Video auf der Network-Schulung auf der Trading People Revolution Seite. Alles, was ihr über Network erfahren müsst, ist auf der Trading People Revolution Seite im Member-Bereich alles. Als Video, wie du einlädst, als Leitfaden, alles. Okay? Oder besser gesagt, TPA-Backoffice. Oder du gehst zu deiner Upline. Okay? Einladen ist nicht schwer. Aber das könnt ihr dort auf jeden Fall lernen. Okay? Also das Assignment ist jetzt von jedem, das mal mindestens zwei oder drei diese Woche zu machen und dann einfach zu schauen, wie das funktioniert und da Gas zu geben. Und nochmal, um darauf zurückzukommen, nehmt euch da nicht zu viel Zeit und gebt diese Assignments. Geh als Upline hin und gebt die Assignments, weil ihr habt immer den Vorteil. Ihr habt immer den Vorteil, dass ihr dort seid, wo die Person im Normalfall hin möchte. Das bedeutet auch, dass ihr die Anweisungen gebt. Und wenn jemand keine Anweisung von euch annimmt, dann ist die Person immer selber schuld. Weil dann hat sie entweder sie nicht coachen will, hat ein zu großes Ego oder sonst was. Weil ihr habt ja das Interesse, der Person zu helfen. Das ist ja das Schöne an Network Marketing. Deswegen macht euch da keine Sorgen, wenn ihr mal ein bisschen härter durchgreifen müsst und einfach mal ein bisschen mehr Assignments geben müsst und den Leuten einfach sagen müsst, hey, wir machen das und das und das und so findet es statt. Und wenn die Leute nicht wollen, kein Problem, dann nehmt ihr jemand anderen. Weil eure Aufgabe ist es, den Leuten zu helfen, erfolgreich zu werden. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Dann weißt du wenigstens schon mal, mit wem kannst du arbeiten und mit wem nicht. Wen lässt du rechts oder links liegen und wen nicht. Hört sich jetzt scheiße an, aber hey, wir können nicht mit jedem arbeiten, wir können nicht jedem helfen, wir können mit den Leuten arbeiten, die uns die Hand zurückreichen. Ich kann euch nicht die Hand reichen, wenn ihr sie nicht annehmt. Ich kann euch schon die Hand reichen, aber wenn ihr sie nicht annehmt, wird es halt schwer. Okay? Deswegen lasst uns das so durchziehen.
Also David geht in sein Team und sagt seinen Leuten Bescheid. Ein Liva, ein Domi, okay, zu seinen Leuten. Auch die Leute, die vielleicht ein bisschen inaktiv sind, reaktiviert den. Sagt denen, Martha genauso. Martha geht durch, nimmt alle ihre Top-Leaderinnen, alle ihre Top-Personen und sagt, hey, wir machen eine Präsentation, lad alles ein, was du kannst. Und dann springt Martha da nachher drauf und macht die Präse und nimmt vielleicht noch irgendjemand zum Closen dazu. Oder lässt halt die Person, die einlädt, das Intro machen. Okay, ganz simpel. Wie gesagt, ihr könnt es auch in Gruppierungen machen, aber am besten wäre halt schon so in kleineren Gruppen auch einfach, okay? Und dann kann man einfach grundsätzlich die Präse machen und wenn es halt nicht so viele Leute sind, kann man nachher auch noch so ein bisschen die Fragen beantworten. So, wenn es jetzt irgendwie 10, 20 Leute sind, würde ich das nicht unbedingt machen, aber wenn ja nachher 3, 4 Interessenten drauf sind, dann kannst du dir auch die Zeit nehmen, mal nach dem Call einfach ein bisschen so zu fragen, hey, was hat dir am besten gefallen? Hast du hier noch eine Frage? Und so weiter. Das ist einfach ein bisschen persönlicher, okay? Nutzt da den Zoom-Account und gib da Vollgas, Leute. Hat es soweit jeder verstanden? Und wie gesagt, das kommt nicht von mir, das habe ich nicht mir ausgedacht, sondern das kommt von Leuten, die durchschnittlich 750.000 US-Dollar im Jahr im Network Marketing verdienen. Und Miguel war das beste Beispiel. Natürlich hat es immer was mit der Person zu tun, aber hätte ich das Assignment nicht gegeben, hätten wir das niemals gemacht. Weil woher soll er wissen, wie man das Business aufbaut, wenn er es gerade anfängt aufzubauen? Wenn er keine Assignments bekommt, wenn ich ihm nicht sage, was er zu tun hat. Und wie gesagt, wenn ihr nicht hinfahren könnt, wenn ihr keine Meetings machen könnt, keine Events machen könnt, dann macht es über Zoom. Ganz einfach, ihr müsst nicht überall hinfahren, macht es einfach über Zoom. Ladet da die Leute ein, gebt da Vollgas. Ich stelle mir immer die Frage, ob ich mit demjenigen auch in den Urlaub gehen würde oder Kaffee trinken und dann entscheide ich mich, ob ich ihm arbeiten möchte. Das Gute ist ja, wir können uns aussuchen, genau, 100%. Und das ist ja nicht schwer, Leute. Das ist ja nicht schwer. So, wenn ich jetzt jemanden sage in meinem Team, der neu gestartet ist, hey Bro, lad mal, ich sage immer hey Bro, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall lad mal alle Leute ein, die du kennst. Wir machen da um 19 Uhr nächsten Mittwoch oder am Mittwoch, also in 2 Tagen, einen Zoom-Call um 20 Uhr und ich erzähle denen, wie das Business funktioniert. Und er sagt, ja, wie soll ich das machen? Dann sage ich zu mir, ja, jetzt rufst mal deine besten Freunde durch und sagst, ob Kryptowährungen interessant für die sind. Und wenn ja, dann sagst du, okay, ich will dir unbedingt was zeigen, Mittwoch 20 Uhr hast du Zeit. Einfachste Möglichkeit, okay? Oder wenn es jetzt, ich sag mal, in die ältere Kategorie geht, da macht man das natürlich nicht so, wie ich das jetzt gesagt mit dem Hey Bro, sondern da sagt ihr sowas wie, hey, schau mal, da ist ein Infoabend zum Thema Finanzen und Kryptowährungen. Natürlich fragt man immer erst nach der Zeit, also ihr ruft an und sagt, hey, was machst du Mittwoch 20 Uhr? Okay, hey Sabine, schon lange nichts mehr gehört, was machst du Mittwoch 20 Uhr? Keine Ahnung, okay, wir haben da Infoabend für Kryptowährungen, für Finanzen, ich würde dich da gerne einladen. Okay, fertig. Und das macht der, ruft ja 20, 30 Kontakte durch und davon nachher kommt da 5, 6, 7, 10 und dann launcht das Ding halt durch. Und das ist der Unterschied zwischen launchen und starten. Und ich will es jetzt auch nicht unnötig lang machen, aber das ist halt genau das Ding. Genauso baut man dieses Business auf. Man baut es nicht auf, man launcht es. Man startet Leute nicht, man launcht sie. Könnt ihr jeden launchen? Nein. Geht die Leute durch und launcht. Deswegen schreibt mir mal in den Chat, ob jeder hier committed ist, mindestens 2 Launch-Calls diese Woche noch zu führen. Also wie gesagt, er muss es nicht führen, sondern er kann es mit der Upline zusammen machen, er kann sich da mit jemandem zusammentun, aber ich will das wirklich mal sehen. Und ich bin da am Start, wenn ihr mich braucht, ballert mein Terminkalender voll, ballert mein Time-Tree voll. Ich kann zwar Donnerstag leider nicht, weil ich da Meetings habe, aber ich kann Mittwoch und ich kann Freitag. Also heißt, ich kann Mittwoch und Freitag die ganze Zeit nur auf Launch-Call springen und einfach closen, wenn ihr mich braucht. Okay? Schreibt mir da einfach oder macht es auch über eure Upline und dann bin ich am Start. Und dann lasst uns diese Woche mal Vollgas geben und das mal wirklich die nächsten, ja, von mir aus sogar nächsten 2, 3, 4, 5 Wochen, bis die Laune raus ist, sage ich mal. Und dann überlege ich mir wieder irgendwas anderes für mich. Aber das können wir auf jeden Fall mal ein bisschen durchziehen, weil ich glaube, das wird vielen dir helfen, mal zu sehen, was passiert, wenn das Business wirklich launcht. Wenn das Business wirklich komplett durchstartet. Und das Einzige ist, du musst die Entscheidung dazu treffen. Okay? Ich habe noch ein paar Updates für euch und dann ist der Call auch schon ready to go. Und zwar Dubai. Ihr wisst, wir gehen am Ende des Jahres nach Dubai. Wird auf jeden Fall mega nice. Es wird wirklich langsam Zeit, sich darum zu kümmern. Deswegen haben wir jetzt einen Plan aufgestellt. Also wir haben ganz genau einen Plan, was wir machen werden. Wichtig ist aber natürlich, wir brauchen jetzt euer Commitment. Wir müssen natürlich jetzt erstmal wissen, wer von euch kommt. Die Leute, die zu 100% am Start sind oder sagen wir zu 95% am Start sind, okay, kommt bitte hier in diese WhatsApp-Gruppe rein. Komm in meine WhatsApp-Gruppe. Okay, Porsche KMNS. Kommt in meine WhatsApp-Gruppe, wenn ihr nach Dubai wollt. Okay. Weil wir müssen die Zahlen haben. Wir müssen wissen, wer am Start ist. Und wir werden in dieser Gruppe dann nochmal mit allen gemeinsam einen Extra-Call haben, um euch mal die Planung zu zeigen, um euch das mal alles zu erklären. Und dann brauchen wir halt langsam wirklich dieses 100%ige Commitment. Wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass die Leute, die mitkommen,
bei uns eine Kaution hinterlegen müssen von 100 Euro, 150 Euro oder sowas, nicht viel, aber dass wir einfach die Garantie haben, dass ihr kommt, weil wenn ihr nicht kommt, bleiben wir nachher noch auf den Kosten sitzen, weil wir müssen die Dinge reservieren und bezahlen. Okay, also zum Beispiel die Quad-Tour muss reserviert und gezahlt werden, das Restaurant, die Eventhalle, eventuell die Yachten oder das Boot für Silvesterabend oder Nacht, das muss alles gezahlt und reserviert werden. Okay, also das heißt, es wäre da, also ich bereite euch darauf schon mal einfach vor, dass ihr da Bescheid wisst, da wird auf jeden Fall dann sowas ablaufen, weil in der Ordnung, in der Größenordnung, in der wir nach Dubai gehen, sind eigentlich einfach 5 Leute, wo man ein bisschen schauen kann und sich einfach in ein Restaurant setzen kann, sondern wir müssen das alles voranmelden und planen, deswegen, wenn ihr das wirklich ernst meint, kommt bitte in diese WhatsApp-Gruppe rein und dann können wir da auf jeden Fall weiter schauen und gebt es bitte an die Leute natürlich weiter, die natürlich da am Start sein wollen. Das allerletzte, was ich euch mitgeben kann, achtet immer auf eure Attitude, Leute. Attitude determines altitude. Eure Attitüde wird immer die Antwort, die Manifestation eures Erfolgs in diesem Business sein. Mit Attitude meine ich auch zum Beispiel hier auf dem Zoom-Call. Die Attitude, die Cam anzuhaben. Die Attitude, gescheit am Tisch zu sitzen. Ich stelle euch mal eine Frage und ihr müsst sie nicht beantworten. Ihr müsst, überlegt es für euch selber. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in diesem Erfolg, in diesem Business so erfolgreich werdet, dass ihr irgendwann mal Leute in eurem Business haben werdet, die sagen, hey, ich will bei der Person starten und die Person verdient schon mehr als 100.000 im Jahr. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person startet, wenn sie sieht, dass dein komplettes Team auf dem Zoom-Call im Bett liegt? Und das Ding ist halt, wenn ihr da im Bett liegen wollt, dann macht es. Kein Problem. Ich sage einfach nur, wenn ihr das Business, wenn ihr das erfolgreich aufbauen wollt, dann braucht ihr die richtige Attitude. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das schon mal gesagt, in dem männlichen und weiblichen Energie-Call, ich weiß nicht, ob ich da allein, ob ich einfach so bin oder so, aber ich könnte nicht auf dem Bett sitzen oder auf dem Sofa sitzen und hassen. Weil Environment creates success. Und wenn ich an meinem scheiß Schreibtisch sitze, dann bin ich fokussiert auf das, was vor mir ist. Aber wenn ich halt irgendwie im Bett lege, dann werde ich automatisch müde. Vielleicht ist es nur bei mir so. Aber ich denke, ihr wisst, wo ich damit hin möchte. Also Attitude determines altitude. Cam anhaben, auch gescheit vom Zoom-Call zu sitzen. Nicht wie der größte asoziale Penner vom Zoom-Call. Ich hatte letztens, keinen Spaß, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich hatte einen Call letztens mit einem Typ, der ist aufgestanden. Es ist heiß, alles cool, aber der war halt in Unterhose. Und der hatte halt so, das war eher ein Tanga, nicht eine Unterhose. Und ich bin einfach aus dem Zoom-Call gegangen. Ich gebe mir doch sowas. Ich will mich verarschen. Sowas, so jemand will ich doch nicht im Team haben. Deswegen achtet darauf, die Cam anzuhaben. Ich habe jetzt hier noch niemanden mit Schlüpper gesehen, zum Glück. Also alles easy. Aber achtet ein bisschen darauf, dass ihr die richtige Attitude habt, Leute. Ich sage euch das nicht, weil ich euch abfacken möchte. Überhaupt nicht. Ich sage euch das, weil das wichtig ist, in dem Business die richtige Attitude zu haben. Den richtigen Respekt zu haben und auf Zoom-Calls, auf Leader-Calls, die Cams anzuhaben, sich gescheit hinzusetzen. Und einfach am Start zu sein, weil es fängt alles mit dem Mindset an. Okay, es fängt alles damit an, wie ihr euch gebt, wie ihr sprecht, wie ihr euch anzieht, wie ihr euch präsentiert. Okay, deswegen auf dem nächsten Nugget Call will ich safe alle mit Cam ansehen. Okay, dass wir da schon mal richtig anfangen und die richtige Attitude setzen. Und an der Stelle, Leute, lasst uns da mal durchlaunchen. Ich danke Angie nochmal für den geilen Part, für die Motivation, für die Inspiration. Wie gesagt, eine Person, die ultra durchballert, auch obwohl wir Sommer haben, scheißegal. Lass uns da Gas geben, Leute. Lass uns die Launch Calls durchstarten. Launch das Business und startet es nicht. Und wir sehen uns auf dem nächsten Nugget Call am Montag. Und ich bin verdammt stolz auf euch, dass wir das geschafft haben mit den 120 Leuten. Wie ihr seht, wenn man da zusammen in den Strang zieht, wenn man da Regeln aufstellt, wenn man die richtige Attitude durchgibt, dann funktioniert das Business. Okay? Und ihr müsst den Leuten helfen, ihr müsst die Leute teachen, das Ganze hier ernst zu nehmen, die richtige Attitude zu haben. Okay, weil sonst wird es hier nicht. An der Stelle, Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Danke, ciao, ciao und wir sehen uns die Tage.